Leg deine Hände auf dein Herz. Du kannst, wenn du möchtest, die Augen offen halten oder schließen. Und nimm 2, 3 tiefe Atemzüge. Spür dabei deine Füße auf dem Boden, die Unterlage, auf der du sitzt, vielleicht auch die Lehne am Rücken. Und nimm wahr, wie es dir jetzt gerade in diesem Moment geht. Dann lade ich dich ein, an der Handkante mit dem Klopfen zu beginnen und atme ruhig ein und aus. Und nimm den Kontakt deiner Füße mit dem Boden wahr. Und klopfe oben auf dem Kopfscheitel. Während du all das, was sich vielleicht schwer in dir anfühlt, erlaubst, durch die Füße abzufließen mit dem Ausatmen. In der Augenbraue und atme in deinen Körper hinein, nimm den Einatmen ganz bewusst wahr. Und beim Ausatmen erlaub dir alles durch die Füße abfließen zu lassen. Und neben dem Auge einatmen und spüren, wohin der Atem gerade geht. Und beim Ausatmen alles abfließen lassen. Und einatmen. Und ausatmen. Und während du jetzt weiter einatmest, während wir unter der Nase klopfen, nimm wahr, wie sich der Atem in deinem Körper verteilt. Und am Kinn und einatmen, bewusst wahrnehmen, wie sich der Atem in deinem Körper verteilt. Wohin fließt er? Wohin will er vielleicht fließen? Auf der Brust. Und unterm Arm. Und nimm wahr, beim Einatmen, wie diese Luft, die du einatmest, ja, dich erfüllt. Während du beim Ausatmen alles loslässt, was du nicht brauchst. Und klopfe unter der Brust. Und während wir jetzt an den Fingern klopfen, so mit dem Gabelgriff neben den Nägeln, atme ein und atme bewusst in dein Herz ein oder durch dein Herz ein, wie es dir einfacher erscheint.
Und beim Ausatmen atme durch dein Herz aus. Dann Zeigefinger. Und am Mittelfinger. Atme in dein Herz ein und aus. Und am Ringfinger. Atme ein durch dein Herz und wieder aus. Und am kleinen Finger. Und an der Handkante, und während du an der Handkante klopfst und zwei, drei Atemzüge nimmst, spüre, wie es deinem Herz gerade geht, wie es sich dort anfühlt. Dann klopfen wir oben auf den Kopf und atme weiter in dein Herz ein und aus deinem Herzen aus. Augenbraue. Und vielleicht hast du vorhin ein warmes Gefühl im Herzen gehabt. Vielleicht ein liebevolles Gefühl. Vielleicht ein Gefühl von Ruhe und Frieden, was immer sich gerade da bei dir bemerkbar gemacht hat. Erlaub dir, das auszuatmen und damit mit der Welt zu teilen, mit den Menschen, denen du begegnen wirst. Und neben den Augen. Einatmen in dein Herz. Und ausatmen und teilen und einatmen unter den Augen und unter der Nase. Und auch am Kinn atme ein in dein Herz und aus durch dein Herz. Und Brust. Unterm Arm, so auf Brusthöhe. Atme ein und aus in dein Herz warm und teile. Und unter der Brust. Und an den Fingern, Daumen, atme in dein Herz und atme aus. Und dann Zeigefinger. Und am Mittelfinger.
unterm Ringfinger. Atme noch einmal in dein Herz ein und wieder durchs Herz ausatmen. Und nimm wahr, wenn du am Ring am Zeigefinger klopfst, wie es sich anfühlt, wie sich dein Herz anfühlt, wie weit es gerade ist, wie leicht es ist. Und an der Handkante. Atme ein und aus. Und atme nochmal an der Handkante klopfend ein und aus und spüre dein Herz. Leg jetzt zum Abschluss nochmal beide Hände auf dein Herz und atme ruhig ein und aus und nimm wahr, wie du dich jetzt gerade fühlst. Vielleicht fühlst du dich leichter, liebevoller, ruhiger. Vielleicht auch weiter, verbunden. Nimm einfach wahr. Und wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann kannst du gerne noch mit geschlossenen Augen, wenn du sie geschlossen hattest, anfangen, deine Hände aneinander zu reiben, sie etwas zu bewegen, deine Füße zu bewegen, wenn du möchtest, dich auch etwas zu regeln und zu strecken und dann langsam die Augen öffnen und dich in deinem Raum umsehen und wahrnehmen, was du gerade siehst. Ja, und damit wünsche ich dir einen wundervollen Tag voller Liebe, Leichtigkeit und Frieden.